Pass auf, kommen wir wieder zu einem neuen, sehr wichtigen Video mit einer wichtigen Botschaft. Wir sind in einer Welt, ja, die Leute sind einfach nicht mehr so loyal. Die Leute sind nicht mehr loyal. Deine Freunde sind nicht loyal. Deine Familie ist nicht loyal. Deine Arbeitskollegen sind nicht loyal. Deine Arbeitsstelle ist nicht loyal. Keiner ist loyal. So gefühlt. Ich will jetzt nicht den schwarzen Peter an die Wand malen und alles schwarz-weiß sehen. Du siehst alles schwarz-weiß. Nein. Es ist die Wahrheit. Loyalität ist heutzutage etwas sehr, sehr Seltenes. Loyalität findest du in sehr, sehr wenigen geringen Fällen noch. Es ist sehr, sehr rar, dass du einen loyalen Freund findest, eine loyale Freundin findest, Partnerin, Partner, Familienmitglieder. Überall dasselbe. Die Leute sind einfach nicht mehr loyal. Und wenn du hintergangen wurdest und verraten wurdest, dann guck dir jetzt das Video an. Das ist die wichtigste Botschaft jetzt. Leute hintergehen ihre Freunde täglich, ihre Familie, ihre Liebenden. Ja, oh, ich liebe meine Kinder, aber ich rede Scheiße hinter ihrem Rücken. Oh, ich liebe meine Enkelkinder, aber ich rede Scheiße hinter ihrem Rücken. Oh, ich liebe meinen Kollegen, aber ich rede Scheiße hinter seinem Rücken. Oh, ich liebe meine Partnerin. Aber ich gehe ihr fremd. Ich liebe meinen Partner, aber ich gehe ihm fremd. Lauter solche Scheiße geht hier ab. Die Leute sagen dir, dass sie dich lieben, aber verletzen dich zugleich. Deswegen diese Worte, ich liebe dich, ich nehme das nicht mehr ernst, weil die Menschen sagen einfach nur etwas, ohne es zu meinen. Die meisten. Worte haben kein Gewicht. Die Taten sprechen für sich. Deswegen achte immer darauf, was ein Mensch tut und nicht, was ein Mensch sagt. Sie kann dir noch so oft sagen, ja, meine Vergangenheit definiert mich nicht. Meine Vergangenheit ist vergangen. Das, was ich früher getan habe, das war früher. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Auf einmal, und früher, sie immer in Clubs gegangen, hat sie sich rumgehurt, hat zwei, drei Kinder von zwei, drei verschiedenen Männern, ja. Ja. Ich bin eine ausgetauschte Frau, ich habe mich verändert, dies, das, jenes, ja. In den meisten Fällen ein Mensch verändert sich nicht. Sorry, wenn ich so sagen muss, aber so ist es. Wenn sie dir irgendwie was vorgaukelt, ja, ich habe mich verändert, ich bin eine andere Person und ich habe mich sowas von verändert und ich bin dies und ich bin das. Wie oft habe ich das gehört? Von Tussis von früher, glaub mir. So, haben mir so geschrieben, ja, ich habe mich verändert, ich schmink mich nicht mehr so viel und so ein Scheiß, ja. Einmal, man trifft sich, ist genauso wie früher. Noch schlimmer geschminkt sogar. Beispielsweise. Nur ein dummes Beispiel, aber das ist jetzt gerade was, was ich im Kopf habe, weil mir das selbst auch sehr oft passiert ist. Alte Freunde, oh Bro, ja, ich habe mich voll verändert. Blablabla. Dann triffst du dich mit diesem Bro, ja. Alles beim Alten. Deswegen, wenn dir auch ein Kerl, du bist eine Frau, ja, das ist jetzt ein Kerl. Und der hat auch in jungen Jahren nur Scheißdreck gemacht. War nur feiern, hat sich da rumgehurt, was weiß ich, ja, hatte eine nach der anderen und sowas. Ist nicht stabil, hat sich nichts aufgebaut, so ist einfach nicht mit beiden Beinen im Leben, so. Vertrau nicht darauf, dass, wenn er auch sagt, so, ja, ich habe mich jetzt verändert, ich bin jetzt erwachsen und ich weiß jetzt, was richtig und was falsch ist, Bullshit. Bullshit. Die Taten sprechen für sich. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis jetzt, weil ich zuerst das Szenario gemacht habe mit der Tussi, ja, die die ganze Zeit in Clubs war, zwei, drei verschiedene Kinder dann deswegen auch hat, weil sie nur sich darum gehurt hat. Lass dir nichts vorgaukeln. Die Leute verändern sich nicht. Was ist dann? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dann wieder in alte Muster wieder verfällt. Rückfällig wird. Dann wieder feiern geht. Ich hab's auch oft erlebt. Ich hab's oft erlebt. Mütter, die zwei Kinder haben, die trotzdem noch feiern gehen müssen, weil sie diese Aufmerksamkeit brauchen von Männern oder sonst irgendwas und einfach nicht eine Housewife sein können. Einfach nicht bereit sind, Mutter zu sein. Oh, ich muss mich besaufen gehen. Oh, ich muss dies, ich muss das. Oh, ich muss einen rauchen und sonst irgendwas. Alles erlebt. Glaub mir. Glaub mir. Deswegen Loyalität heutzutage, pff, das findest du vielleicht, wenn du sehr geduldig bist,
Ja, was heißt vielleicht? Du wirst es finden. Ich will euch jetzt nicht irgendwie die Hoffnung stehlen oder sonst irgendwas, aber rennt nicht da draußen rum und denkt, jeder meiner Freunde ist loyal, jeder in meiner Familie ist loyal, alle lieben mich, alle mögen mich, jeder ist mir loyal. Pff, ist Bullshit. Die meisten sind nicht loyal. Sagen wir mal 100% Menschheit, ja? Sage ich mal, 90% davon sind nicht loyal. Da findest du dann 10%, die loyal sind. So ist es leider. Vielleicht, ich bin heute human, ich sage, vielleicht sind 15% bis nahezu 20% sind loyale Menschen. Aber ich würde eher sagen, 10% sind es, die loyal sind. Deswegen, die wenigsten Menschen sind loyal. Die wenigsten. Und Loyalität, wie gesagt, das heißt nicht nur, dein Partner, deine Partnerin geht fremd. Das heißt auch, auf Social Media mit anderen schreiben, das ist auch schon Fremdgehen und sowas. Frauen machen das auch ganz gerne, Männer machen das auch ganz gerne. Aufmerksamkeit suchen, den Körper präsentieren, lauter solche Scheiße, das ist alles unloyal. Das ist alles hintergehen. Ja? Du wirst ständig hintergangen in dieser Welt, verraten. Wenn deine Freundin sich immer noch auf Social Media, die ist mit dir zusammen und muss sich immer noch halbnackt da präsentieren. Das, für mich ist das nicht Loyalität, für mich ist das Hintergehen, Verrat. Warum? Wenn sie mit mir in einer Beziehung ist, ist halt mein Standard. Wenn du darauf stehst, wenn du sagst, oh ja, ich habe so eine sexy Freundin, das kann jeder sehen, okay, cool. Ich für meinen Teil, ich finde es nicht cool. Und das heißt, das sage ich nicht, weil ich so insecure, so verunsichert und so dies und das und jenes bin und ich will sie kontrollieren und sonst irgendwas. Nein. Wenn du das tun willst, tu das, aber nicht mit mir. Meine Frau, meine Freundin tut so etwas nicht. Wenn sie sich selbst liebt, braucht sie nicht Aufmerksamkeit von anderen Typen, muss dann nicht feiern gehen oder sonst irgendeinen Scheiß. Deswegen, wenn dich Leute verraten, sei froh drum, dann siehst du das wahre Gesicht. Wenn Leute dich hintergehen, sei froh drum, dann siehst du das wahre Gesicht. Hört sich jetzt etwas krass an, aber lieber wirst du dann enttäuscht, dass die Täuschung zu Ende ist, anstatt dass du weiterhin in der Täuschung bist und glaubst, oh, das ist mein bester Freund, das ist meine beste Freundin, die sind auf meiner Seite, die lieben mich, bla 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 bla. Bullshit. Bullshit. Mach endlich auf, Neo. Deswegen, wenn du hintergangen wurdest, wenn du verraten wurdest, nutze diesen Schmerz für dich. Vertraue auf deine Instinkte. Vertraue dann dieser Person. Oh, ich habe jetzt alles gesehen, ich wurde enttäuscht. Alles klar. Alles klar. Nicht mehr mit mir. Ich lass mich nicht mehr verarschen von dir. Das musst du dann denken gleichzeitig. Darfst dich nicht verarschen lassen. Du bist keine Selbstverständlichkeit. So, und wenn dich jemand als Selbstverständlichkeit sieht, es ist Teil deiner Schuld und natürlich auch Teil seiner Schuld oder ihrer Schuld. Je nachdem. Deswegen, du hast dich verarschen lassen, du hast es mitgemacht. Jetzt steh dafür gerade und werde besser. Werde die beste Version deiner selbst, das ist die beste Revanche. Sich das beste Leben aufzubauen, erfolgreich zu werden, egal was. Ja? Deswegen, lass dich nicht hängen. Wenn Leute dich hängen lassen, sei froh. Sei froh, dass du all diese Ratten verloren hast. Und sie haben dich verloren. Sei froh, dass Menschen nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Scheiße hinter deinem Rücken reden. Who cares? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Nutz diesen Schmerz für dich. Sei froh, wenn deine Familie dich irgendwie ausstößt, ausgrenzt. Wer braucht sie? Sei froh, wenn du keine Freunde hast, die real sind oder sonst irgendwas. Sei froh. Weniger Drama, weniger Stress, weniger Headaches, weniger Kopfschmerzen. Dir geht's besser. Deswegen nutz den Schmerz für dich. Wir sind in einer unloyalen Welt. Du siehst es überall. Leute gehen fremd. Leute sind in Beziehungen, schreiben aber trotzdem mit anderen oder treffen sich mit anderen. Müssen ja nicht mal unbedingt irgendwie Sex mit denen haben, aber auch schon, wenn du dich mit anderen triffst, wird es fremdgehen. Warum? Wenn du mit mir in einer Beziehung bist, musst du dich mit einem anderen treffen. Das heißt nur, du liebst dich nicht selbst und du liebst auch nicht mich. Und du brauchst noch Aufmerksamkeit wie ein kleines Kind. Deswegen achtet darauf, was ein Mensch tut, was ein Mensch sagt. Das sind nur Worte. Worte haben kein Gewicht. Worte sind nichts wert, wenn die Taten nicht mit ihnen übereinstimmen.
Das so zu diesem Thema. Wie denkt ihr darüber? Das war es jetzt mit diesem Video, mit dieser Message. War eine sehr wichtige Botschaft. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr so darüber denkt. Interessiert mich. Und wenn ihr Bock habt auf ein persönliches Gespräch mit mir, ein Telefonat, wir können über alles reden. Wie gesagt, ich kann es nur oft genug sagen, weil ich weiß, so viele werden nicht erhört. So viele fühlen sich irgendwie alleine, einsam, missverstanden und sonst irgendwas. Ich bin für euch da. Ich verstehe euch. Deswegen, scheut euch nicht, mir zu schreiben. Wir können gerne telefonieren. Wir machen dann einen Termin aus. Dies, das, ja. Wir können über alles reden. Deswegen, in diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Arbeitet hart weiterhin an euch. Nutzt den Schmerz für euch. Lasst euch nicht kaputt machen. Deswegen, peace out.